Ja, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen mal wieder ein bisschen Hearthstone im Tavern Brawl. Letzte Folge haben wir den Rogue genommen. Diese Folge Witz der Schamane. Oh yes. Und ich glaube, wir werden sehr, sehr schöne Sachen erleben. Ich bin mir da fast sicher. Die letzten Male hatten wir schon sehr viel Spaß. Ich konnte mich kaum halten vor Spaß. Weil wir so viel Spaß hatten. Und müsst ihr zugeben, dass wir da Spaß hatten. Es passieren manchmal echt lustige Sachen. Gerade wenn man auch irgendwelche Karten hat, die irgendwelche random Minions oder so aufs Board holen, das kann sehr, sehr lustig werden. Was ist denn hier los? Frostshock. Hier ist schon wieder so eine Murloc-Karte ohne Murlocs. Ja, ich sehe das doch schon kommen, ne? Und reincarnate, destroy a Minion, then return it to the full life. Das ist alles scheiße. Wir wollen alles nicht haben. Und jetzt gib mir was Gutes, bitte. Jetzt gib mir was Gutes, bitte. Das ist nicht so gut. You have at least 4 other minions before damage. Ja, ja, hallo. Ja, na klar. Ja, na klar. Ja, na klar. Stell mal vor, Master for Battle und dann noch den Gmormormum. We have at least 4 other. Okay. Mhm. Ja, wir können nicht so viel machen. Es ist eine reine Nichtmachung. Wir könnten jetzt ein Totem coinen, aber das ist, glaube ich, auch nicht so sinnvoll. Sag mal, ist das der Kartenrücken, den man hat, den man kriegt, wenn man bei der BlizzCon war? Und wird es der gleiche sein, wenn ich jetzt zu BlizzCon fahre? Ist der das überhaupt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, da kriegen wir nämlich auch noch einen Kartenrücken. Wir kriegen ja noch einen Kartenrücken dafür, dass wir bei der Road to BlizzCon waren. Da freue ich mich richtig drauf. Und bei der BlizzCon wird's ja auch einen Kartenrücken geben, ne? Give your Totems. Give your Totems, Zeug. Komm schon, Taunt. Das ist kein Taunt, du Nacken. Ach du Scheiße. Competitive Spirit. Ich hatte mich gerade gefreut, dass er ja quasi diesen Kollegen hier gar nicht wegkriegen kann. Aber doch, doch, er kann. Doch, doch. Da, 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 da. Okay, Torn wäre besser gewesen. Aber er muss natürlich überlegen, ne? Wenn er jetzt. Da muss er ja 3 von den Leuten reinhauen, ne? Es ist auch so eine Sache. Entschuldigung, Monsieur. Lorelei. Könnten Sie etwas machen? Okay, ich würde auch erstmal überlegen. Wahrscheinlich hat sie auch noch Karten auf der Hand und überlegt halt, soll ich jetzt das damit machen? Oder soll ich jetzt hier die Leute alle aufbrauchen? Oh, Quartermaster für 1 Mana. Warte bitte, er lässt ihn leben. Er lässt ihn leben. Aber warum? Komisch. Okay. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Der hier macht einen Schaden. Ich würde ja gerne coole Sachen machen, ne? Also, wenn wir mit den jetzt verdingsen. Vorher den töten. Und mit dem Freeze noch einen 2-2er kaputt machen. 1, 2 Mana. Um 3 um den hier spielen vielleicht? Okay. Sowas? Warum haben wir jetzt den Freeze-Quatsch auf den 2-2er gespielt? Damit er jetzt 2 weniger hat, um anzugreifen, ne? Es ist eine reine Logikkeit. Was wird er jetzt tun? Wir können die Healing Wave bald mal rausholen. Die fände ich eigentlich ganz gut. Damit könnten wir theoretisch uns wieder voll heilen. Oh, shit. Okay, das ist nicht so cool. Aber, pass auf. Bleiben die jetzt so? Sind das die Kosten? Das finde ich sehr, sehr gut, denn wir können jetzt sowas machen. Woo! Und dann sowas.
Nee, können wir nicht. Oh nein. Wir haben nur insgesamt fucking Arsch. It. Damn it. Damn it. Damn it. Das ärgert mich jetzt sehr. Okay, dann spielen wir den hier. Und dann spielen wir das so und dann töten wir den hier. Ist das kacke? Ja. Jetzt stirbt unser 3-4er. Ah, das ist alles nicht besonders gut gelaufen hier. Irgendwie dachte ich, ah ja, kein Problem. Mit der hier 2 kostet und so, dann schaffen wir das ja locker lässig hier mit dem Mana. Aber ich habe irgendwie, war ich schon so bei 5-6 Mana. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Da hätten wir nämlich die 4 Schaden genutzt, um den hier wegzuknallen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Es ist so. Aua, okay, das wussten wir. Jetzt stirbt der auch noch, aua. Okay. Und nö. Blöd ist halt, wenn der Jaws dann irgendwie danach, wenn er den gewinnt, kriegt er den zurück auf die Hand. Hallo? Sie nehmen sich Zeit. Er macht hier einen Schaden, okay. Ach so, um den. Ah, ja, klar. Okay. Hab ich. Kill, du fuck. Nicht dein Ernst. What? Das kann ich jetzt gar nicht mehr schaffen, du. Wie soll ich das denn jetzt machen? Boah, ey. Nein! Das ist nicht dein Ernst! Ach, kommt schon, Leute. Wie sollen wir denn jetzt das jetzt noch hinkriegen hier? Alles, was er... Ja, toll, hochgedingst. Aber wenn wir den nicht töten... Wie sollen wir denn... Das ist doch unfair! Das ist doch unfair! Oh, fuck. Wieso wird er den jetzt töten? Weil er ihn dann wieder auf die Hand kriegt eventuell oder was? Weil er, aber wenn du ihn jetzt tötest, dann kommt er mit vollem Leben zurück. Okay, ja, das verstehe ich, aber es... Oh. Wir müssen irgendwie den Keltosat töten, Leute. Wie ist denn das jetzt passiert? Es ist doch nicht... Es ist... Ja, natürlich. Okay, aber er macht das Board voll, das ist schon mal gut. Fuck. Ich glaube, das Spiel ist verloren, Leute. Es spricht vieles dafür. Ah. Nee, wie sollen wir das denn jetzt machen? Es ist nicht möglich. Wir haben jetzt verloren. Egal, was wir hier tun. Oh. Ja, den auch noch raus. Warum nicht? Wir haben verloren, ne? Den da rein, der kommt eh wieder. 6 plus 2 ist 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Du hast genau Liefel. Ah! So ein Keltosat, ne? Wenn der an der richtigen Stelle kommt, kannst du nichts mehr machen. Nichts mehr machen. Vielleicht ein Silence. Oh, ein Silence wäre super gewesen. Komm, Schamani. Komm, wir müssen jetzt aber auch nochmal gewinnen, ne? Es ist dir hoffentlich klar. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Eine Gewinnung ist hier Schlüssel. Okay. Kraken behalten? Nö, oder? Oder wollen wir diese Kombo behalten? Aber Echo in Us kommt dann weg. Haben wir irgendwas überhaupt, um dem zu buffen? Oh ja, Windfury. Aber das wollen wir ja eigentlich darauf nicht haben. Alles gut. Hoffentlich kann er nichts machen. Max? Doch. Oh mein Gott. Du Nacken. Oh! 3 Overload. Können wir nächste Runde nichts machen, ne? Aber den zu spielen und dann den ist ja auch dumm.
Oh, was machen wir denn jetzt? Ja, ja, Greetings. Komm, dann hau ich dir das jetzt raus. Ups. Hoffentlich kann er den nicht töten. Er greift doch nicht mal an, das finden wir sehr gut. Oh, snap! Auch für nur ein Warner. Aber warte mal, wenn wir jetzt coinen, dann haben wir dort trotzdem zu wenig, ne? Oder? Nee, dann haben wir doch einen. Haben wir jetzt einen Mana oder nicht? Yes! Oder? Nee, haben wir nicht. Ach, fuck. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Hier ist doch eins über. Nimm doch das. Okay, dann halt nicht. Sollen wir jetzt einmal angreifen hier? Ja, okay. So, Digga. Okay, das finde ich fast traurig ein bisschen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, denn wir machen jetzt Folgendes. Wir spielen den Kollegen einfach nur, weil wir es können. Geben dem hier mal Windfury. Ach, shit. What? It's fucking Keltusa. Er geht auf, was soll er machen? Oh mein Gott. Oh shit, ja, ich habe da ein bisschen länger durchgehalten, als der Gegner Keltusat gespielt hat. Geil. Okay, come on, das zählt jetzt nicht. Oh, das war nice. Da ziehen wir einfach mal fett Keltusat. Wir hatten aber auch unglaublich gute Karten. Wir hätten auch den zweiten Riesentorn spielen können. Und hätten da echt Sachen gemacht, ne? Das war nice. Ah, dieser Tavern Brawl. Echt geil. Ich verstehe das, wenn manche Leute schreiben, er ist mir zu random. Weil es ist sehr, sehr random. Aber ich mag random manchmal sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Du kannst mal weg, du kannst mal bleiben, du auch. Okay, oh shit, schon wieder Paladin. Wir haben gemerkt, Paladins sind sehr, sehr stark. Oh, aber das finde ich auch sehr gut. Kostet 8? Kostet echt 8. Das ist nicht gut. Ey, wieso ist hier keine einzige Karte günstiger gewesen? Soll ich das jetzt anprangern extra? Nee, ne? Brauchen wir nicht. Brauchen wir jetzt nicht anprangern. Alles gut. I ain't got no... Fuck you. Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Das hier sehr. Okay, dann spielen wir sie, ihn, das. Und, ja, gucken mal, dass er da irgendwie reingeht oder was. Oh, oh. Ach, nö. Ach, come on. Ey, was für eine krasse Synergie jetzt hier. Und noch ein Taunt, natürlich. Natürlich. Nee, es ist klar. Und jetzt kann ich zwar den hier spielen, aber er kommt nicht an den Taunt vorbei. Und jetzt ist alles kacke. Oh, Mann. Sollen wir den trotzdem spielen? Okay, und klar, Dusch. So. Und jetzt können wir gleich mal Justica Trueheart nehmen, spielen, wenn sie günstig ist. Und dann können wir mal sehen, wie das aussieht, wenn man hier das Totem aussuchen kann. Ich glaube, ich habe das noch nie gesehen. Sun fucking fucker. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Okay, sollen wir es jetzt machen? Nicht, dass uns das was bringt, großartig, aber immerhin. Obwohl, die stirbt dann gleich. Aber ist das schlimm? Nein. Okay, cool. Taunt. Und Kladusch. Und eins.
Und zwei. So. Okay, jetzt können wir halt aussuchen, welches Totem wir spielen. Das ist ganz cool, aber jetzt ist jetzt auch nicht ganz so toll. Ja, toll, jetzt stirbt hier alles. Es läuft so mittelgut. Und der kostet 6, was soll der Quatsch? Taunt? Ja. Okay. Wir haben halt nur Quatsch. Es ist alles random, Leute. Es ist alles random. Du kannst mal so Glück haben und Pech, ne? Es ist so. Ja, ouch. Und jetzt mit dem 1-1er da rein, okay. Weil du jetzt noch eine Holy Nova hast? Nee, das wäre ja Quatsch. Okay. Okay. Was ist jetzt? Spiteful Smith. Uncool, aber wahr. Oh. Wieso wird hier nichts vergünstiger? Sag mal, spielen wir überhaupt noch den Tavern Brawl? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja gut, der hier ist günstiger. Aber ich wollte die beiden zusammenspielen hier zum Beispiel, ne? Und dann noch hier ein Torntotem spielen. Und das sollte alles für 6 Mana zu haben sein. Aber nein! Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Nee. Nee, jetzt nicht schon. Nee! Oh, das hat mir letztes Mal schon so ein Quatsch, ne? Wisst ihr noch? Wo der genau 7 Schaden gemacht hat an mir und ich hatte noch 7 Leben. Alter, das war krass. Okay, töten wir jetzt den Master. Full Health ist 5. Das trifft sich ja. Schwing. Tschüss. So, der stirbt zwar, aber ist egal. Und wir zaubern uns hier noch einen Taunt hin. Oder? Warte mal, wenn ich jetzt hier. Dann müsste er 2 reinhauen, wenn ich einen Heal-Totem baue, ne? Da muss er hier 2 reinhauen. Oder den hier. Naja, gut, das ist dann auch Quatsch. Der stimmt auch nicht. Dann holen wir uns noch einen Taunt, damit der hier vielleicht. Weiß nicht. Damit. Und so. Ach ja, toll. Gut, dass wir die Bloodsail Raiderin gezogen haben. Mann, ey. So. Und jetzt noch den Rest in das Ding. Ja, siehst du? Jetzt haben wir die 3 Schaden hier nicht gefressen. Hätte das Ding was Cooles gezogen, dann wäre es auch ein guter Move gewesen. Aber im Moment haben wir das komplette Spiel jetzt verloren. Im Moment haben wir das Spiel verloren. Achtung. Denn wir ziehen jetzt auch nur Forked Lightning. 2 Damage to 2 random enemies. Das ist unglaublich wenig Damage. Wir holen uns jetzt aber das hier dazu. Wir gucken mal, ob da vielleicht was Schönes bei rauskommt. Natürlich treffen wir ein 1-1. Das war ja klar. Jetzt spielen wir einfach nur irgendwas, damit irgendwas auf dem Board ist. Wo hast du den Quatsch hierher? Shade of Naxxramas? Das einfach mal in deinem Deck, oder wie? Sag mal, ich ziehe irgendwann nach Anpranger City. Ist unglaublich. Ja, genau! Spiel doch einen Stormwind Champion! Boah, ey. Na, natürlich kann der Face gehen. Natürlich kann der Face gehen. Warum sollte er das nicht tun? To all Death Rattle. Oh. Keiner hat Deathrattle, okay. Ja, damit sind wir tot. Nee, warte mal, wir haben jetzt einen Spider-Tech gezogen. Der rettet uns! So, jetzt kann er uns nicht mehr kriegen, ne? Wisst ihr noch? Okay. Ja gut, wir gucken uns das an. Wir gucken uns das an. Ich will auch keinen Sinn machen mit dem Schaman. Es ist auch vorbei jetzt. Ich hatte sehr viele lustige Runden mit dem Schaman, habe ich nur abgekackt. Ich meine, so viel habe ich jetzt nicht gemacht. Aber es reicht mir, um sauer zu sein. Gut, das eine Mal war es halt so OP, dass der Typ direkt im dritten oder im vierten Turn rausgegangen ist. Ne? Es ist auch möglich. Ich will nicht damit sagen, dass der Schaman eine Kacke ist.
Aber ich habe jetzt eine schlechte Laune von ihm bekommen, deswegen spielen wir dann nächstes Mal noch den Warrior, den wir, glaube ich, noch nicht hatten. Und wenn wir dann noch mehr von diesen wunderbaren Tavern Brawl aufnehmen, dann können wir auch mal gucken, was wir so spielen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war Fischkopf. Bis dann und tschüss.